Willkommen zurück zu Zelda Ocarina of Time, Folge 44. Wir haben uns zuletzt, in der letzten Folge auf zum Reich der Soras gemacht, was jetzt ein Eisreich geworden ist, und sind auch in diese Eishöhle hier vorgedrungen und erkunden diese momentan. Wir wissen allerdings noch nicht so ganz genau, was wir hier sollen, was wir hier machen, was wir hier wollen. Oh, was ist das denn? Riesiger Raum. Aha. Und der andere? Ich schaue mir nochmal eben den anderen Raum an, das sieht mir hier so groß aus. War nicht ein kleiner Raum noch irgendwie verzeichnet oder so? Ja, genau, ich wollte eigentlich erst in den kleinen Raum. So. Denn wir konnten mit keinem der Soras reden. Die sind nämlich irgendwie im Eis gefangen. Und der König der Soras ist auch in so einem roten Eisblock. Und wir konnten nicht mit ihm reden. Aber wir haben jetzt rausgefunden, dass man diese roten Eisblöcke mit diesem blauen Feuer schmelzen kann. Ah ja. Fledermaus. Na komm her. Was macht die denn? Also wer nicht hören will, ne? So. Und so. Zack, ist sie weg. Zack, ist sie auch weg. Und hier ist doch schon wieder eine Schatztruhe drunter. Sehe ich doch. Einmal wäre sich das nicht. Ist schon ziemlich offensichtlich. Gut, dass wir uns drei von diesen blauen Flammen mitgenommen haben. So, öffnen. Schon wieder eine große Truhe. Was ist das wohl? Es ist der Kompass. Cool. Dann können wir... Oh! Ist da einfach noch ein Herzteil? Tschüss, Mann. Und hier gibt es Nachschub an Feuer. Holen wir uns direkt. So, blaues Feuer. Link freut sich. Schön. Mann, da fliegen echt ganz schön viele von oben runter. So. Blub. Boah, ein Herzteil, Mann. Das regnet ja in letzter Zeit Herzteile. Wir haben uns ja in der letzten Folge auch schon ein Herzteil geholt. Das war ein viertes, also haben wir den kompletten Herzcontainer erhalten. Und jetzt haben wir wieder das erste von vieren. Also brauchen wir noch... Ich höre doch auch noch eine Skulptur hier irgendwo. Wo ist die denn? Ja. Weiß ich gerade nicht. Schaue ich mir gleich nochmal an. Und nochmal blaues Feuer. Und nochmal blaues Feuer. Gut, einmal hole ich es noch. Einfach damit wir wieder drei Stück haben. Ich weiß ja nicht, was wir noch alles aufschmelzen können damit. Aber es schadet ja sicherlich nicht, hier mal ein blaues Feuer zu haben. Ist sie hier? Es klingt, als wäre die hier irgendwo. Da sitzt sie. Da sitzt sie. Nein! Jetzt habe ich mich verdrückt. Ich tölpel. Na egal, hole ich gleich wieder. So. Zack. 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 So. Okay, jetzt haben wir wieder dreimal blaues Feuer. Und hier haben wir auch alles jetzt erkundet soweit, oder? Richtig. Ah, da gibt es noch eine fette Schatztruhe. Also, ich weiß nicht, ob die fett ist, aber da gibt es noch eine Schatztruhe. Die holen wir uns als nächstes. Und dann haben wir auch schon alles erkundet hier drin in dieser Höhle. Dann können wir endlich zu... Au, ouch. Dann können wir endlich zu König Sora gehen. Und ihn auftauen. Oder...
ja, weiß ich nicht. Nennen wir es Auftauen. Also, jetzt müssen wir hier in diesen riesigen Raum. Und ich denke, wir räumen hier erstmal auf, weil diese Fledermäuse, die gehen mir schon jetzt so auf die Nerven. Da sind noch zwei. Oh, eine goldene Skulptur, wunderbar. Zack, tschüss, Mann. Komm her, komm her, komm her, komm her. Und tschüss, Mann. Oh, wunderbar. Hier sind also auch wieder diese silbernen Kristalle, die wir einsammeln müssen oder von denen wir den richtigen einsammeln müssen, um an den nächsten Raum zu kommen oder die Tür zu öffnen oder ich weiß nicht was. Aber wie kommen wir da hoch? Ah, da ist auch nochmal so ein blaues Feuer hier links. Da in dem Raum. Aber wir haben ja blaues Feuer dabei, also alles gar kein Problem. Da ist ein silberner Rubin links eingeschlossen in so einem roten Block. Und was ist das jetzt? Ach. Ach, das kann man schieben. Ich verstehe. Ich verstehe. Oh, wir hätten da natürlich hochklettern können gerade, denke ich mal. So, Bruder, dann kletter ich mal bei dir rauf hier. So. Zack. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das war nicht der richtige. Oder, keine Ahnung, wenn man alle braucht, war das zumindest der erste schon mal. Ja, dann bitte wieder zurück zur Wand. Oh, oh. Achso, der kommt einfach wieder. Ja, na gut, dann. Dann ist das ja überhaupt gar kein Problem. Dann können wir ja jetzt einfach hier nochmal hoch. Zap, zap. Ist ja witzig, dass sie hier so ein Rätsel eingebaut haben. So mit Verschieben und Pipapo und weiß ich nicht was. So, wo können wir jetzt lang? Können wir jetzt da lang? Ja. Zack. Gut. Dann jetzt nach links, damit wir auf den hier kommen. Wenn wir dann wieder nach hinten schieben, dann kommen wir doch bestimmt. So. Herab. Großartig, Link. Andere Seite. Blaues Feuer brauchen wir wahrscheinlich erstmal nicht. So, jetzt hier hinschieben. Und wenn wir den jetzt nach links schieben. Dann bleibt er hier nicht dran stehen. Ärgerlich. Aber das können wir uns merken. Von hier aus kommen wir doch bestimmt da oben hoch. Ja, wie kommen wir denn jetzt an den hier ran? Eieieiei. Ach so, ganz einfach. Ganz simpel. Zack. Und dann sind wir schon dran. Ah, der wahrscheinlich einfachste von allen. Und hopp. Die Tür ist open. Dafür ist auch nur der andere da, damit man da nicht so, ne? So. Ja, weiß ich nicht. Könnte ich den jetzt noch so schieben? Bringt das was? Ich glaube, der verabschiedet sich jetzt. Jo, tschüss, Mann. Hallöchen, Popöchen. So, rübergeschoben. Und nochmal zur Seite. Zack. Und wieder rüber. Wunderbärchen. Und hier rüber. Wieder nach links oder nach hinten. Zack. Und dann nach rechts und dann sind wir schon bei dem Raum mit der Schatztruhe. Dann gibt's irgendeinen coolen Preis. Hoffentlich nicht einfach nur Rubine. Das wäre echt doof, weil wir die voll haben. Zack. Joa, easy going. Kurz teleportieren und ich glaube, ich höre da, dass jemand nach meinem Hammer ruft. Das wäre doch gelacht, wenn wir den Ruf nicht erhören würden. So.
Und ja, das passt schon so. Rumsen! Rums! So. Down gebasht. Und das können wir doch gleich nochmal machen. So, ah ja, hier brauchen wir nochmal das Feuer. Zack. Und Flame on. Ui, alle drei auf einmal gebasht. Zack. Bumm. Weiter going. Was zur Hölle ist denn hier los? Das sieht ja mal mega abgefahren aus. Cool. Ah ja, hier soll doch die Schatztruhe sein. Haha. Ja, das war ein schwieriger Wolfsgegner. Eindeutig. Quasi ein Eiswolf. Analogon zu den anderen Wölfen, die wir aus dem Waldtempel auch schon kannten. Oder aus dem verlorenen Wald. Und was ist hier drinne? Ein paar Eisenstiefel. Zu schwer, um zu rennen. Zu schwer, um zu schwimmen. Und wofür sind die dann gut? Oh! Sag mal, verfolgst du uns? Bist du ein Stalker oder was? Sei gegrüßt, Mitholex. Wenn du hierher kamst, um die Soras zu retten, hast du den ersten Schritt getan. Doch mehr findest du hier nicht. Mit einer Ausnahme sind alle Soras unter einer dicken Eisschicht gefangen. Ich konnte nur ihre Prinzessin retten, aber sie lief in Richtung des Wassertempels davon. Aha. Dieses Eis wurde von einer bösen Macht erschaffen. Das Ungeheuer im Wassertempel ist der Urheber dieses Unheils. Du musst das Übel beseitigen, sonst wird dieses Eis nie mehr schmelzen. Hast du Mut, den Gefahren im Tempel zu trotzen und die Soras zu retten, dann erlerne nun die Melodie, die dich zum Tempel führt. Ja cool, erzähl, ich nehme alle Melodien. Zeit entschwindet, Menschen scheiden, in ewig wie des Wassers Fluss. Zu königlichem Streben reift des Kindes Mut. Junger Liebe Knospen erblühen groß und stark, des Wassers Kraft allein das schafft. Lausche der Serenade des Wassers und trage sie in deinem Herzen. Okay, ich bin dann mal wieder ruhig. Hast die Serenade des Wassers erlernt. Wunderbar, cool, dann können wir jetzt also auch zum Wassertempel. Mitholex, wir werden uns wiedersehen. Aber der Trick ist einfach klasse. Ja, und wie kommen wir jetzt? Ah, wir können hier einfach wieder zurückgehen, cool. Dann zerhämmer ich dich nochmal kurz. Bum, bum. Bum. An dir gehe ich einfach mal vorbei. Alles klar, dann hole ich mir jetzt nochmal... Autsch! Mist, 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 Mist! Ich hole mir jetzt einfach nochmal ein bisschen Fuego. Ah, Mann, lass mich in Ruhe, ihr blöden Mistviecher. Ah, zweimal brauche ich auch nur noch. Einmal habe ich noch. Ich stock einfach nochmal auf. Wer weiß, was wir sonst noch alles im Reich der Soras auftauen können. Denn der Laden der Soras, der war ja auch mit so einer Wand, ja, vereist oder so.
Den können wir bestimmt auch auftauen mit so einem blauen Feuer. Und vielleicht den Ladenbesitzer noch, oder ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Also wir holen uns jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen blaues Feuer. Und dann verkrümeln wir uns von hier. So. Zack. Reicht das jetzt schon? Können wir von hier aus schon da hochjumpen? Kletter mal hoch, Link. Und Geronimo! Oh. Das war ein bisschen nicht so günstig gut. Geronimo! Jawohl, das hat geklappt. Zack, blaues Feuer. Wunderbar. Gut. In der nächsten Folge gehen wir dann mal zu König Sora und in den Sora-Laden und lassen uns von denen ein bisschen erzählen, was hier Phase ist. Also, bis dahin. Tschüss.